So, als nächstes möchte ich Ihnen vorstellen, und zwar haben wir Lernsoftware, die wir dieses Jahr angeschafft haben, in die TOBI Lernumgebung eingebunden. Hintergrund ist der, dass durch diese vereinfachte Menüführung zielgerichtetes Handeln wahrscheinlich möglich sein wird. Ich demonstriere, die Farbe Blau ist bei uns in der ganzen Schule, steht es stellvertretend für Mathematik. Zurück. Und die Farbe Rot ist bei uns stellvertretend für Deutsch. Und wie man sieht, sind hier Produkte aus dem Hause LiveTool mit Zurück. eingebunden. Was das Tolle ist, ein Doppelklick entfällt. Mittels einfacher Berührung öffne ich ein Programm. Und es ist eine erleichterte Bedienung. Wir haben auch eine Reduktion der auswählbaren Inhalte. Es ist kein Desktop, der unaufgeräumt ist, sondern es sind ein paar Produkte, die da jetzt mittels Screenshot angebracht wurden und unter denen sich sozusagen die Programme verstecken. So. Im Einstellungsmenü kann man den Touchscreen-Monitor auswählen und einfach loslegen. Setze drei Raupen auf das Blatt. Also es ist eine relative leichte Ansteuerung. Und das wollen wir jetzt einfach mal Gut die gemacht. nächsten paar Monate Jetzt sind ausprobieren, wie drei die ganzen Raupen auf dem Blatt. Lernsoftwareprodukte auf Touchscreen-Basis funktionieren, ob das für alle von unseren Schülern geeignet ist Setze acht Raupen auf das Blatt. oder ob wir wieder zu Schaltern und Tastern übergehen oder für welche Kinder das am ehesten geeignet ist. Was auch sehr gut funktioniert, wenn ich raus möchte aus dem Programm, lande ich automatisch wieder in der programmierten Lernumgebung. Zurück. Was wir jetzt auch eingebunden haben, was es seit kurzem erst auf dem Markt gibt, ist Buddenberg und Buddenberg für Touchscreens. Da sind wir auch noch dabei zu gucken, wie das funktioniert.